Ja, aber die klassischen Ausreden sind halt tatsächlich, ja, das hätte zu viel Anstrengung gekostet, das tatsächlich so einzubauen. Genau, genau. Dann haben wir es gelassen. Ich meine, da kannst du genauso gut hinsagen. Ja, wieso habt ihr vor dem Spiel... Hm? Das haben sie gesagt und dann mit dem Kommentar und dann haben wir uns mit der Community verständigt und sind auf die Wünsche der Community eingegangen. WTF, mit welcher Community? Ja. Ich glaube, das war nach dem Beta-Test. Deswegen haben sie auch den Turm wieder eingebaut, dass er Dinge produziert. Also Land einnimmt. Das ist der Wunsch der Community, einer derer. Abgesehen von, bringt das Spiel von vor 2 Jahren wieder. Also die Meldungen, Rückmeldungen müssen wohl verheerend gewesen sein. Die Beta-Phase. Also das Beste, was sie jetzt machen könnten, wäre, okay, wir verzögern das Spiel nochmal um 2 Jahre und bauen es nochmal um. Wir machen doch wieder das erste raus, ja, so in etwa. Hallo. Und tschüss. Hey. Ja. Nee, aber da ist dann. Da würden wahrscheinlich zu viele Köpfe rollen, also hoffen sie jetzt einfach, dass es irgendwie in Zahlen gut ausgeht. Ja, dass zumindest 3 Leute es gekauft haben, dann zum Schluss. Aber bei dem Preis kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es so viel Spaßkäufer gibt. Also. Na gut, man weiß es nicht. Ja. Also ich würde es tatsächlich für 30, 40 Euro? Nee, nicht mal. Nee, ich hätte es aus Prinzip schon nicht mehr. Aber für so 30 Euro hätte ich gesagt, da gibt es vielleicht noch eine Käuferschicht. Aber für 60 Euro? Nee. Die Fans, die alten Fans hätten es gekauft für den Preis. Ich inklusive. Ja. Wenn es das Angekündigte geblieben wäre. Aber so? Nein. Selbst wenn sie es ein bisschen abgespeckt hätten und dann gesagt hätten, komm, wir bringen den restlichen Inhalt irgendwann wieder. Hätte man ja noch mal drüber reden können, aber... Ne. So nicht. Es ist so ja, definitiv nicht. Es ist ja quasi... ja, wir haben ein Logo gemacht, wir haben 2 Screenshots gemacht und das reicht doch für 60 Euro. Was wollt ihr denn noch? Ja. Okay, die Community will ein Spiel haben. Gut, dann könnt ihr... bauen wir jetzt ein Programm, was einfach die Screenshots nacheinander anzeigt. Ja, also, dass jetzt 3 Völker drin sind, die fast gleich sind, da kann man sich ja nicht drüber beschweren. In der ersten Beta vor 2 Jahren, die da draußen war, ja, da gab es ja nur ein Volk und deswegen kann man jetzt sich nicht beschweren, dass es 3 fast gleiche Völker gibt. Das wäre ja eine Frechheit. Also, ich hätte ja jetzt, selbst wenn es 3 gleiche Völker gewesen wären, wenn es nur ein Volk wäre, wäre mir das scheißegal gewesen. Solange es halt tatsächlich sich um einen Siedler handelt und nicht um einen... was auch mal das jetzt ist. Ja. Naja, also ich bin echt mal gespannt und ich bin nicht derjenige, der nach Verkaufszahlen von Spielen guckt, aber da werde ich mich echt mal belesen, dann so Ende März, wie viele dann so rausgegangen sind im Anfang. Ja. Ich meine, gut, ich bin ja schon ein Fan von, ich schaue mir Gaming News an, also in dem Fall tatsächlich hauptsächlich die GameStar News. Mhm. Wo ja auch einige Leute, einige von den Spielejournalisten tatsächlich Siedler-Fans sind. Mhm. Oder da, jetzt waren oder alt bleiben, ja. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das rauskommt, die werden darüber berichten. Ja, klar. Und ich werde sicherlich, ich weiß nicht, ob ich an dem Tag streamen kann, weil ich wahrscheinlich heiser werde vor Lachen. Sag mal, warum komme ich hier nicht weiter? Warum gibt's hier keine? Wir werden uns ganz viel Alkohol holen, um es zu ertragen, und wir machen dann Reaction-Videos auf alles, was da kommt. wir müssten die, wenn sie sowas machen wie ein Livestream mit Veröffentlichung und roten Button und jetzt ist frei, müssten wir ein Reaction-Video draus machen. Gute Nacht, Blacky, schlaf gut. Und dann so ein Explosions... in dem Moment, wenn ich auf den roten Button klicke, boom. Ja. Und dann starten wir Siedler 1. Ja. Wobei, das wäre ja auch wieder falsch, weil Siedler 1 hat wesentlich mehr Features als das neue Siedler. Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir das für das Siedler 4 ja dieses HD-Pack im Internet gezogen. Und
Sorry, ey, das ist so geil. Eine 1A-Grafik, das Spiel ist so schwer, es macht so viel Spaß. Es ist mittlerweile spielbar, es hängt sich nicht mehr auf wie früher. Dass ich jetzt endlich eigentlich meine Siedler 4-Zeiten nachholen kann. Ich bin happy. Jetzt weißt du, warum ich die ganze Zeit auf Siedler 3 hängen geblieben bin. Ja. Die neue Qualität von dem neuen Siedler 4 war ja auch ein wenig schwierig. Aber mit dem HD-Pack, ey, das ist echt schön geworden. Ja. Die haben wirklich jedes Männchen alles nochmal nachgezeichnet und in HD rausgebracht. Und das eben alles gratis von der Community. Ja. Ja. Der Entwickler kümmert sich natürlich nicht mehr um Siedler 4. Das ist viel zu alt. Nein. Dann kommt, da wird höchstens noch die Kompatibilität zu aktuellen Betriebssystemen gesetzt und das war's. Warte mal, ich mach mal ein typisches Geräusch. Den Kopf nicht zu hart auf die Dings aufschlagen, bitte. Da, 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 da. Lange Planken, es sind übrigens noch zwei übrig, brauchen 4 Ladepunkte. Na gut, dass da hinten noch zwei, noch ein Anhänger mit 2 Ladepunkten rumhängt. Was ich hier gerade dran rumhänge. Ja, dann hilft wahrscheinlich nur tatsächlich einen 4er Anhänger holen. Ich möchte gerade irgendwas in die Luft sprengen. Einfach nur so. Oder mit einer Kettensäge 2 Teile draus machen. Bäume hast du ja genug. Oder nimm die lange Planke, da kannst du auch so zweimal dran. Das Geile ist, hier liegen auch 12-mal Planke. Weißt du, ich könnte die auch da oben mit Schrauben zusammentackern. Ja. Ist nicht zufällig ein Anhängerport irgendwo in der Nähe? Oder liegt noch irgendwo ein 4er Anhänger von dir rum? Ich habe keine 4er Anhänger sonst wo hingestellt, ist das Problem. Guck jetzt, ob ich irgendwas... Brauchen wir irgendwas aus dem Lagerhaus, dass ich dann fahre ich halt runter. Ich weiß es von nicht. Von dem Holzding? Planken hast du gesagt, liegen da rum. Stahlträger, Zement, Betonplatten und Unterkünfte wären bei der Sägemühle. Lagerhaus gibt es hier auch. Betonplatten, Zement, Holzplanken. Aber da weiß ich nicht, ob ich da hinkomme an das Lagerhaus. Das sieht so ein bisschen abseits aus. Ja. Nicht aus. Ansonsten schauen wir mal, wir haben ja noch das gastfreundliche Geschäft. Mittelgroße Planken und lange Planken. Zum Motel in National Yellow Rock. Okay, der ist sowieso außen vor. Der ist auf der anderen Karte. Das Arbeitspferd, reparieren kannst du auch nicht. Liefere lange Planken. Container sichern. Nee, das ist auch woanders. Abgepackter Sand gibt es da oben, glaube ich, nicht. Und Ziegel, glaube ich, auch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Lass ich alles hier oben. Ich hol mir das nochmal was zu trinken. Das Einzige, was du machen kannst, ist da hinten vor den Metallraben einen mitbringen. Okay. Hast du es gehört? Ja. Okay. Das erklärt das Husten.
Ach Mann, jetzt schweigst du auch noch. Ja, ich habe darauf gewartet, dass du wieder da bist. Ja, ja, genau. Weil, wie gesagt, das Einzige, was mir einfällt, wäre da oben Metallrahmen für das Sägewerk mitbringen. Und ansonsten noch einen von den Anhängern, die da rumstehen. Ja, aber die stehen ja ganz drüben, da fahre ich jetzt nicht rum. Dann setze ich mich lieber zurück und fahre mit einem Vierer hoch. Ja, nee, den Anhänger wieder mitbringen, das meine ich. Ja, ja. Nö. Weil ich versuche gerade einen wieder runterzubringen. Ich kaufe mir jetzt einen Vierer und fahre da wieder hoch. Jo. Wobei das mit dem Runterbringen sich immer schwieriger erzeugt, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe dieser Schnee ist. Ja, lass den Satz so stehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, dieser Schnee ist einfach glatter als jedes Eis. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Hälfte meiner Räder liegen im Matsch. Und Matsch sollte eigentlich gut gehen. Aber ich habe mich schon auf 20 cm an den nächsten Windepunkt dran gearbeitet. Das ist. Aber du kannst mir mal auf kulinarischer Ebene helfen. Ja. Ich bin da nämlich relativ einfallslos. Was koche ich morgen? Und bevor du fragst, was ist im Haus? Hauptsächlich Nudeln. Von daher, ich muss eh einkaufen. Was gab's heute? Omelette mit Schrimps. Ja, wenn du Nudeln eh schon da hast, ein schönes Pesto dazu. Das wäre eine Möglichkeit, aber nachdem ich eh einkaufen muss, habe ich auch keinen Stress damit, etwas Aufwendigeres zu machen, das ich vorher kaufe. Also ein Pesto ist eigentlich eher so eine Sache, wo ich sag, boah, ich habe jetzt gerade keine große Lust zu kochen. Naja gut, eigentlich habe ich donnerstags nie die Frage, was ich esse, weil der Tag ist im Kalender für ein Essen fixiert. Ja, aber ich habe keinen Bock, schon wieder einen Döner zu holen. Ja, den isst man ja auch nur donnerstags. Und dann geht das. Und in meinem Fall wird es dann die Pizza-Variante sein, aber. Eine Pizza würde gehen, aber die würde halt eine Weile brauchen, bis sie dann hier wäre. Ja, ich muss ja eh sowas abholen. Der Vorteil der großen Stadt: ich muss es auch nicht mehr abholen. Gut. Der Vorteil an meinem vorherigen Wohnort, ich brauchte nur 5 Minuten bis zum Abholen. Ich habe den meisten zu Fuß gelaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich könnte es bei mir sogar fast laufen. Der Nachteil an der vorherigen Dings ist, war aber auch, dass ich da meistens immer 2 bestellt habe und die erste ist irgendwie auf dem Weg diffundiert. Und als ich daheim war, hatte ich dann keinen Hunger mehr. Ich weiß nicht warum. Also Freitag wird es bei mir Spinat und Ei geben. Aktueller Plan. Mhm. Ich liebe ja Spinat. Spinat ist doch ein super Gemüse. Mit einem schönen selbstgemachten Rührei, schön mit Röstzwiebeln, Milch, frischen Kräutern. No. Klingt sehr gut. Ist zwar eigentlich ein relativ einfaches Essen, aber einfach ist ja nicht unbedingt was Negatives. Richtig. Das Wichtige an dem Essen ist ja immer noch, dass es schmeckt. Wenn du jemanden findest, dem trockenes Brot und Wasser schmeckt, soll er halt trockenes Brot und Wasser essen. Beziehungsweise trinken.
solange er ja nicht armen Pilzen das Haus über den Kopf wegfrisst, ist alles okay. Armen Schlümpfen. Ah, zum Glück wachsen Pilze ja nicht im Haus, also von da alles gut. Ja. Okay, wir sind also wieder an dieser Stelle des Waldes. Komisch, auf dem Hinweg bin ich mit dir und deinem Anhänger hier durchgefahren, ohne Probleme. Dem Rückweg? Nix. Okay, ich habe jetzt 2% Motorschaden. Wahrscheinlich sind das die 50% Verlust, die der Motor jetzt hat an Leistung. Mindestens. Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Der Negativseite ist natürlich der Weg hier schon so durchgefahren. Oh ja, von der Perspektive sieht man dieses Brackwasser besonders gut. Juhu, da vorne ist wieder feste Straße. Wie langweilig. Ja, aber da muss ich nur noch 35 Kurven fahren und bin endlich bei der Tankstelle. Da bin ich gerade. Bring mir Sprit mit. Soll ich hinten auf meinen Anhänger stapeln oder was? Ja, bitte. Ich komme mit dem um keine Kurven, mit dem Scheißding, ey. Ich habe irgendwo den Vierer nicht gefunden, ich fahre jetzt mit dem Fünfer. Der Vierer war dieser Auslieger-Anhänger oder so. Auflieger, ja, da ja. Hätte ich keine Ladefläche gebraucht. Ich fahre jetzt mit dem Tieflader-Anhänger. Ja, gut. Oh, hier steht noch ein Auto mit einem Dings. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Bald sind wir wieder beim Anhängershop. Da kommt irgendwas Wahnsinniges von vorne. Hilfe! Hilfe! Ach, du hast doch einen Vierer. Fünfer. Nee, das sind Vierer. Fünfer. Vierer. Siebener. 42. Der ist auf jeden Fall scheiße groß. Ja, der Führer wäre doch größer. Der wäre nämlich tatsächlich ein Auflieger.